Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Einfach braucht ETS so ewig zum Starten. Aber habt ihr gerade gesehen, das Hintergrundbild? Da hat sich gerade auch, Digga. Digga, was geht? Ah ja. So. Zeit zu gehen. Wir haben wieder 2000 Kilometer noch vor uns. Noch heiß. Das ist echt eine schöne idyllische Gegend. Wäre schon sehr geil, wenn es hier wirklich ein bisschen mehr Missionen gibt, dass man hier auch so etwas mal langkommt. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier die Strecke nicht manuell ausgefüllt hätten, also für alle die letzte Folge nicht gesehen haben, wir sind hier hinten irgendwo gestartet, und wären normalerweise hier lang gefahren, wo schon alles gelb ist, und haben aber dann selbst gesagt, wir wollen hier hinten lang fahren. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, wir hätten dieses gesamte Gebiet hier nie entdeckt, wahrscheinlich. Weil es da halt kaum Missionen gibt, sodass man da halt nur sehr unwahrscheinlich hinkommt.
ja von diesen Bahnübergängen habe jetzt schon 5 Stück gesehen, mindestens. 6 vielleicht sogar, 7. Aber noch keinen einzigen, wo wir mal aufgehalten wurden wegen Zug über. Also, dass Zug lang fährt oder so. Sehr schade. Oh, Alter, ernsthaft, Leute? Sorry, meine Bremse ist nicht mehr die neueste. Meine Lenkung auch. Siehste, kann es vielleicht daran liegen, dass unsere Bremse nicht mehr immer so greift, weil das hier? Wobei wir haben immer noch eine relativ gute Kurvenlage. Also. Oder ich habe einfach schon so lange kein ETS mehr gespielt und bin durch das Bremsvermögen von ATS verwöhnt. Und wie gesagt, das Problem ist ja auch nicht, dass die eigentlich gar nicht, dass die Reifen nicht greifen oder sowas, sondern dass die Bremse gar nicht komplett au, weil was ist hier los, Alter, er verlässt da voll seine Spur. Dass die Bremse gar nicht voll ausgelöst wird. Wir müssen hier lang, ne? Ja. Also, dass er quasi eher, statt mit der Hauptbremse zu bremsen und die voll reinzujagen, stattdessen immer erstmal versucht mit dem Retarder oder mit der Motorbremse zu bremsen. Und das Blöde ist ja, wir hatten ja sogar schon mal geguckt, wenn wir diesen automatischen Retarder und automatische Motorbremse deaktivieren, hat er sich ja genauso verhalten. Was keine Sorge wirklich verstanden hat. Also ich zumindest nicht. Gerade mal 22 Tonnen. Und das bei 57 PS. Kein Wunder, dass der Motor kein Problem damit hat, 160 zu erreichen. Das ging auch schnell. Oh mein Gott, Europol. Sie haben uns. Weil ich Abbieger. Schlimm mit denen. Ich habe schon mal gedacht, dass hier eine schöne Gegend ist. Gott, Alter, ist ja ein Gebiet schöner als das andere. Na gut. Alle haben ihre eigene Schönheit. Also, jeder ist am anderen gut. Ich gibt's einen Radweg. Cool. Leider kann man Fahrzeuge hier nicht drohen. Och, leck mir am Arsch.
Oh, kann sein, dass wir wieder in der Nähe von Deutschland sind. Diese Tankstelle kommt mir wieder sehr vertraut vor. Und die Hügel da hinten auch. Und das gesamte Gebiet hier kommt mir auch sehr vertraut vor. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, wobei, nee, wir sind relativ weit entfernt. Interessant. Trommel werden wach. Ich meine, selbst wenn es nicht Deutschland ist, kann es trotzdem ein Teil der uralten Stammmap sein, ne? Und wieder Gegenverkehr, ne? Ja. Verdammt! Und der bremst auch noch. Warum bremst du jetzt so? Oh, weil die 50er-Zone ist. Ja, gut. Ich meine, ich wusste das. Habe bloß für einen Freund gefragt. Also die Straßenführung hier, die sieht echt aus wie Stammmap. Gut, die Häuser da hinten jetzt nicht unbedingt. Die sehen doch schon relativ modern aus. Also stilmäßig. Ah ja. Nicht die Kopf hier drüber zerbrechen. Das hier ist Stammmap, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Da schreit hier alles nach Stammmap. Vor allem hier die sämtlichen Auffahrten. Entschuldigung. Mein Name ist Auflieger. Der Lack ist frisch. Weil die Straße wo du nicht überholen kannst. Ich bin dann mal gespannt, wann sie Berlin überarbeiten. Ne, also die haben ja jetzt, also so die Autobahnabschnitte zwischen den Städten haben ja schon teils überarbeitet. Und auch schon so manche Städte in der Stammmap haben die ein bisschen überarbeitet. Aber mich würde einfach mal interessieren, ja, wie so Großstädte aussehen. Ne? Also sowas wie Hamburg oder Berlin. Also wirklich Mega-Metropolen. Wie sie sowas jetzt denn machen. Ja, zum Beispiel gehen ja durch Deutschland ein paar Autobahnen. Ob sie da dann auch wirklich ein paar Autobahnen abbilden, die dann wirklich da durchgehen und sich dann auch innerhalb von Berlin kreuzen und sowas alles. Also sowas wie Schönefeld zum Beispiel, I don't know.
Wäre schon sehr geil. Ja, dann finde ich die Straße schon wieder zusammen. Immer geradeaus. Hier abbiegen bestimmt, ne? Ja, ich will abbiegen. Verdammt! Ha! Easy. Gut, war zwar gerade mehr Glück als Können, aber hey, muss ja keiner wissen. Vollkommen wieder hoffen, weil der enge Schlängler, Kurven, halt, so. Ist du wieder kaum Gegenverkehr, ja, Alter. Jetzt tun wir nicht so, als ein Ringel würde hier. Weil ich schon das Gefühl habe, dass die Reifen nicht mehr so wirklich greifen. Ne? Also gerade jetzt bei den Kurven gerade eben, da habe ich schon gemerkt, dass der LKW irgendwie nicht mehr so ganz die Kurven halten kann. Das heißt, vielleicht machen sich die 15% doch bemerkbar. Und dann könnte es also vielleicht doch daran liegen, dass der LKW so scheiße bremst. Voll der Neubaublock. Willkommen in Neukölln oder Marzahn oder was auch immer. Gleise. Biege nach links ab. Oh, Pussy, fahr doch mal. Straße ist doch frei. Immer diese zaghaften BMW-Fahrer. Ruckel auf der Stammmap? So weit kommt's noch. Also, wenn irgendwelche neuen Chickimicki-DLCs irgendwelche Ruckel haben, okay. Aber nicht die Stammmap hier. Da, das ist aber. Obwohl, wenn die Sachen überarbeitet werden, dann kann es auch sein, dass sehr viele
Sachen drin sind. Die dann für Rockler sorgen. Wobei ich, wie gesagt, immer noch nicht genau weiß, was eigentlich für Rockler sorgt. Weil das einfach in irgendeiner Stadt viele Details sind, kann ich mir nicht vorstellen, weil es gibt teilweise große Städte mit massig Details, die absolut überhaupt keine Probleme darstellen. Und auf der anderen Seite gibt es teilweise Abschnitte von Autobahnen, wo also links und rechts bloß Wald ist und so. Und da stockert es dann ab auf einmal. Also. Keine Ahnung, ob da irgendwelche Details sind, die ich im Moment nicht sehe, dass da doch sehr viel nebenbei dann geladen werden muss oder sowas. Ja. Weiß ich nicht. Drei Stunden, ja, also bis 14 Uhr. Passt. Ja, gleich muss ja passen. Oh, warum ist da, wir bleiben lieber auf der Spur hier. Denn den Spurwechsel hätte ich nie im Leben geschafft. Also, den Spurwechsel an sich vielleicht schon, aber dann wäre ich da so schräg reingekommen, dass ich definitiv dann irgendwo angeeckt wäre. Das hätte im Leben nicht funktioniert. Ah, da vorne kommt wieder Gegenverkehr. Uff, welche Taste? Warum muss der Transport auch gerade bremsen? Ach. Immer diese unvorhergesehenen Ereignisse. Schon wieder massiv Schaden hier. 4%, 2% klingt ja am Arsch. Hält der Kopf dir aus? Nach links ab. Ja, schon wieder rot.
finden. Jürgen! Ja. Na komm. Schaut mal lieber ein bisschen an Rand ran. Oh. Wir müssen ja gleich alles hier. Belegen. Oh, schon gerade gezogen. Easy. Boah. Dann will mal sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir erstmal mal gucken, wie wir. Also, ja gut. Die paar unter 2000 Kilometer müssen wir locker schaffen. In den nächsten 8 Folgen. Ich hoffe, ich denke nur in der nächsten Folge wieder dran, dass wir gegen unsere Stehrichtung losfahren und nicht jetzt in der Richtung losfahren, wie wir gerade stehen und dann wieder 10.000 Kilometer plus haben. Bis dann.